Simmering. Sei gegrüßt, liebe Serienjunkies. Ja, der neue deutsche Streamingdienst Joyn zieht tatsächlich immer mehr das Tempo an. Denn nach der Thriller-Serie 23 Morde und der Comedy-Serie Frau Jordan stellt gleich, startet am 21.10. bereits die dritte deutsche Eigenproduktion des Streamingdienstes. Und dabei handelt es sich um die 10-teilige Dramedy Check Check. Eine Serie von und mit Klaas Häufer Umlauf, der nicht nur in die Hauptrolle schlüpft, sondern auch die Idee zur Serie hatte und diese dann anschließend auch gleich mitproduziert hat. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der überhebliche Großstädter Jan Rothe. Aufgewachsen in einem kleinen Kaff namens Simmering hat es ihn nach dem Abitur mit hochtragenden Plänen direkt nach Berlin verschlagen. Doch nun ist er inzwischen Mitte 30, pleite und versucht verzweifelt mit seiner wenig innovativen Idee von Algenbürgern endlich unternehmerisch durchzustarten. Doch als er eines Tages zu Besuch bei seinem verwitweten Vater Udo aufschlägt, muss er schmerzhaft feststellen, dass dieser an Demenz erkrankt ist. Notgedrungen bricht er seine Zelte in der Hauptstadt ab und nimmt einen Job als Security-Mitarbeiter am äußerst schlecht frequentierten Provinzflughafen in Simmering an. Und dort trifft er dann sogleich auch auf eine alte Bekannte. Seine Jugendliebe Sabine hat nämlich ganz im Gegensatz zu ihm Karriere gemacht und ist nun Chefin des Flughafens. Doch auch im Trio seiner tollpatschigen Sicherheitskollegen trifft er auf bekannte Gesichter aus seiner Vergangenheit. Da wäre zum einen die mütterliche Ingrid, die Jan schon als Kind kannte, sein ehemaliger Mitschüler Ertu und der ihm unbekannte Choleriker Harald, der den Sicherheitscheck als seine Lebensaufgabe betrachtet. In seinem neuen, alten Leben erfährt Jan nun vor allem, was Entschleunigung, Loyalität und Verantwortung bedeutet. Die Sequenzen am Flughafen sind dabei gespickt mit Slapstick-Humor und Leichtigkeit. Umso krasser wirken dann aber die Szenenwechsel, wenn sich Jan mit seinem erkrankten und vereinsamten Vater auseinandersetzen muss. Denn diese werden von großen Gefühlen und einer Tragik getragen, wie man sie von Klaas Häufer Umlauf so wohl nicht unbedingt erwartet hätte. Ein nicht mehr ganz so junger Mensch kommt zurück aus der coolen Unverbindlichkeit der Großstadt in die nicht so coole Verbindlichkeit der kleinstädtischen Heimat. Neu ist dieses Motiv zwar nicht, aber eben typisch für unsere Zeit. Auch wenn viele Charaktere stark überzeichnet wirken, macht es einfach unglaublich viel Spaß, ihnen dabei zuzusehen, wie sie von einem Fettnäpfchen ins nächste stolpern. Und der Selbstfindungsprozess samt schmerzhafter Vergangenheitsbewältigung von Jan in Kombination mit den herzerreißenden Vater- und Sohn-Szenen runden das Ganze dann zu einem absolut unterhaltsamen Serienspaß ab. Wir hatten das große Vergnügen, auf der Premiere in Berlin dabei zu sein und mit den Darstellern am roten Teppich über die Serie sprechen zu können. Bevor wir euch nun also den offiziellen Trailer zur Serie zeigen, servieren wir euch jetzt erst einmal die O-Töne mit Klaas Häufer Umlauf, Doris Kolpasin und Jan-Georg Schütte. Naja, ist so ein bisschen, ich bin ab und zu mal unterwegs am Flughafen und es ist schon eine interessante Zusammenstellung an Leuten. So Menschen, die wahrscheinlich sonst im Leben nichts miteinander zu tun haben, arbeiten auf einmal zusammen am Security-Check und es ist ja nie so der erste Wunder. Es gibt ja keinen sechsjähriges Kind, das sagt, wenn ich mal groß bin, dann arbeite ich im Security-Check, sondern die Leute sind irgendwie da so hingekommen durch unterschiedlichste Gründe. Und das finde ich schon mal spannend und ich finde es auch mal lustig, wenn so Familien ihre Kinder zwingen, kurz am Security-Check noch das Wasser auszutrinken. So 1,5 Liter Flaschen. Florian, das trinkst du jetzt, weil wir haben das bezahlt. Das finde ich irgendwie witzig. Ja. Sabine ist für mich der Inbegriff eines weißgestrichenen Gartenzauns. Öde, langweilig, tief drin in ihrem Herzen schlummert aber dieses Abenteuer. Und dieser kleine Funke Abenteuer, der noch so in ihr schlummert, wird geweckt von Jan Rothe. Und ab dem Zeitpunkt, wo der in ihr Leben schreitet, steckt sie in dieser Ambivalenz. Und das hat richtig großen Spaß gemacht zu spielen. Fällt ohne doppelten Boden in so ein anderes Leben. Und bleibt spannend. Also das fand ich schön reiz, diese Rolle zu spielen. Harald hat eine ganz kurze Lunte. Und die Werte, Harald steht auf Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit und das Gute im Menschen. Dass er da manchmal ein bisschen sich verrückt, das ist ein bisschen schade für ihn. Aber eigentlich wäre Harald der nächste Präsident. Check Check ist eine, glaube ich, sehr lustige Serie über das Verhältnis in verschiedensten Konstellationen zueinander. Es geht ein bisschen um die Liebe, die man gewinnen kann, zurückgewinnen kann zur Provinz, wenn man da noch ist oder wenn man wieder dahin zurückgeht. Es geht ein bisschen um das Verhältnis zu den eigenen Eltern, es geht um das verändernde Verhältnis zu den eigenen Eltern und es geht um Regionalflughäfen für Spezialinteresse. Wer sagt, warum auch immer, ich interessiere mich für provinzielle Flughäfen, der ist auch bei uns gut aufgehoben. Ich mag es ganz gern, wie Jan im Rollstuhl vorfährt in meinem Büro. Und was ich auch noch lustig fand, war, ich finde diese ganzen Teamszenen eigentlich total lustig. Mit Amcheck-In-Schalter, alles, was
Harald mit in seinem Security-Wahn da so vollbringt. Ich finde alles total schön. Aber ich fand auch sehr emotional und sehr rührend die Szene mit Uwe Preuß, also mit dem Vater. Das finde ich schafft diese schöne Balance in dieser ganzen Serie zwischen Comedy und dann ist da trotzdem noch ein bisschen Menschlichkeit und Tragik vor allem, die das alles schön aufwiegt und im Gesamten zu einer, glaube ich, hoffentlich sehr unterhaltsamen Serie macht. Ja, ich glaube, ich mag sehr, ich glaube, in der ersten Folge, wo Klaas dazukommt und er dann irgendwie so einen kleinen Rucksack findet, wo ich glaube, das ist eine Bombe drin, so ein Kinderrucksack. Und da stand im Drehbuch, dass ich ihm den wegreiße und da habe ich gesagt, ich möchte gerne dorthin springen, sozusagen fliegen und vor dem Ding landen. Das hat die Regie für eine Zeit in große Schwierigkeiten. Dann haben wir es aber so gemacht. Das hat mir große Freude gemacht, wirklich zu fliegen und dann auf eine Matte zu landen. Aber das war für mich meine Lieblingsszene. Ja, also das ist so, also mir kommt, also ich komme nicht auf das Wort Dramedy. Also ich denke, wenn was lustig ist, dann muss ich auch mal ein Gegengewicht geben. Also wenn was nur lustig ist, dann habe ich gar keinen Bock, mir das anzugucken. Also für mich ist es normal, dass zu jeder lustigen Szene auch irgendwie so ein Gegengewicht geben muss. Und dann jetzt am Ende heißt es Dramedy. Hat mich verwundert. Ich dachte, so ist Comedy. Aber offenbar nicht. Keine Ahnung, ja. Ja, ganz, ganz gut. Wenn so ein Vater, der eher aus der Generation kommt, die, sagen wir mal, nicht so eine Smalltalk-Wunder sind, nicht so kommunikativ, nicht so gefühlsbetont, wenn die dann irgendwas haben, also so verletzlich werden durch Demenz oder durch sonst irgendwas, das öffnet sie oft Richtung neuer Beziehung zueinander. Und dass dann auf einmal der Vater und der Sohn durch so eine besondere Situation auf einmal so herzlich miteinander sind, das liegt natürlich an der Hilfsbedürftigkeit. Und der Status ändert sich zwischen den beiden. Das erste Mal im Leben. Spannender Moment. Wie viel Spaß hat es denn generell gemacht, so einen Choleriker jetzt einfach mal zu spielen und die Sau rauszulassen bei den Dreharbeiten? Das macht viel Spaß, aber ich hatte echt schlechte Nächte. Weil ich komme von diesem Choleriken dann wieder runterzukommen abends, das ist eigentlich das Hauptproblem. Das heißt, ich lag irgendwie nachts immer noch auf 220 Volt und dann hatte ich irgendwann tiefe Ringe in den Augen. Also es hat Spaß gemacht, aber es war echt anstrengend. Okay, die Serie spielt ja in der Provinz. Was sind so deine Erfahrungen mit der Provinz oder mit dem provinziellen Leben an sich? Ich bin total im Provinz-Heini. Ich bin in der Provinz geboren, in der Provinz gelebt ganz lange. Jetzt bin ich ins große Hamburg gezogen und gehe mit großen Augen darum und denke, au, 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 so ist eine Großstadt. Hei, hei. Berlin habe ich immer feuchte Achseln, total anstrengend. Ich habe gar keine Zeit immer in Serien zu gucken und immer wenn ich Serien gucke, dann schlafe ich immer nur 2 Stunden. Das heißt, eine Serie muss ich extrem durchsetzen, damit ich sage, ich schlafe jetzt eine Woche nur 2 Stunden pro Nacht. Dann sehe ich am Ende der Woche aus wie heute. Und das, also, da muss eine Serie, sagen wir, schon 4 anbieten, damit ich das mache. Und ab und zu passiert das. Also wer dahin durchdringt, Respekt. Wie würdest du denn die Beziehung zwischen Jan und Sabine in der Serie charakterisieren? Also letztendlich ist es so, ich habe immer das Gefühl, immer wenn sie bereit ist, einen Schritt weiter zu gehen, schafft es trotzdem immer wieder, diese Hand, die sie ihm ausstreckt, abzubeißen oder abzureißen durch irgendeinen Quatsch, den er wieder macht. Ich glaube, er hätte die Möglichkeit, er hätte ganz gute Chancen, sagen wir mal so, weil es ja immer wieder sensible Momente von ihr gibt, aber er schafft es immer wieder, es komplett zu verbocken. Für mich ist das Besondere, dass es meine erste Serie ist. Ich weiß nicht, es sind den Leuten vermutlich egal. Für mich ist das sehr wichtig. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass das jetzt geschaut wird, weil dann kann ich noch eine 2. Staffel machen. Bitte schauen Sie es, auch aus karitativen Gründen. Simmering. Wir sind hier am Drehkreuz zur Welt. Ich hatte mein Leben unter Kontrolle. Verpiss dich! Arschloch! Jetzt sitze ich hier fest. Wegen ihm. Mein neuer Job? Bombe! Ein Witz. Meine Kollegen, die Witzfiguren. Der Typ ist ausgerastet. Er hat Allah gerufen. Ich hab gesagt, Alter, lass mich los. Das war ein Witz. Terror kennt keinen Humor. Gestern ist mir einer ins Auto gefahren und jetzt ist hier auch noch Stress. Ich kann nicht mehr. Wir stehen hier alle mit einem Bein im Burnout. Ja, ne? Ja. Mein Name ist Jan Rothe. Und ich will hier weg. Check, check, die neue Serie. Ich stell die Ablage hin, da kannst du all deine Kündigungen reinhauen. Okay? Okay. Jetzt kostenlos auf Join.